Am Wochenende sind die Temperaturen von Nord nach Süd recht unterschiedlich, denn über Deutschland liegt wieder einmal eine Luftmassengrenze. Für die kalte Luft nordöstlich der Grenze ist Hochsandra verantwortlich. Das schickt eben kalte Luft aus dem Norden in Richtung Süden. Und südlich der Grenze liegt ein kräftiges Tief vor Portugal und das lenkt warme Luft aus dem Süden in Richtung Norden. In der kalten Luft können sich am Samstag noch Schichtwolken bilden, aber es kommt auch immer mal wieder die Sonne durch. Im Süden verläuft der Samstag dagegen wolkenlos. Und am Sonntag ist es dann in ganz Deutschland meist freundlich und auch trocken. Die Temperaturen liegen am Samstag früh noch recht tief, besonders im Süden ist noch einmal mit Nachtfrost zu rechnen. Untertags steigen die Temperaturen dann im Norden auf 9 bis 12 Grad und im Südwesten werden an die 20 Grad erreicht. Ja, und am Sonntag verläuft es recht ähnlich. Die Temperaturen in der Nacht sind noch einmal recht kalt und untertags werden dann ähnliche Temperaturen wie schon am Samstag erreicht. Aber in der Nordhälfte Deutschlands fühlt es sich nach einer Erwärmung an, denn nach dem bewölkten Samstag steigt die gefühlte Temperatur durch die Sonneneinstrahlung am Sonntag. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf weather.com.